Ihr habt heute schon gespielt, vielleicht könnt ihr mal selber sagen, wie für euch der Gig gelaufen ist. Wie habt ihr es empfunden? Ich habe es leider nicht sehen können, weil ich leider woanders unterwegs war. War super, war kurz, sehr kurz halt, das waren 25 Minuten. Ja. Ihr habt im Hangar gespielt? Ja, genau, aber es war wirklich gut, die Leute haben mitgemacht, es waren auch viele Leute da. Ja, ich hatte aber es war nicht der erste Gig, den ihr in dieser Größenordnung gespielt habt, oder? Nein, wir haben schon in den letzten Jahren eigentlich mehrere Bands auch Support gemacht für Kalten. Seht mal, Zero haben wir die ganze Tour in 2000 mitgemacht. Genau, das haben wir auch gesehen. Es hat so Festivals immer eine andere Sache. Ja. Es hat einen schnellen Changeover, so gut wie kein Soundcheck. Von daher ist es eigentlich schon eine andere Geschichte. Ja. Konzerte, dem Stil kannten wir schon. Vielleicht für die Leute, die euch noch nicht kennen, könnt ihr euch irgendwie mal vorstellen, seit wann gibt es Carpe Diem? 94? 94 schon? Ja, 94. Stimmt, ja. Aber erst sehr spät CDs, glaube ich, raus. Ja, 96 kam dann die erste CD, alles im Eigenvertrieb und wie man halt so anfängt. Und wir waren ja auch nur zu zweit, Felix und ich. Ja. Und May kam dann 98, glaube ich. Anfang 97. Oder 97. 2000 ging es dann eigentlich richtig los, während der Tour zur Optik noch. Ja. Da haben wir dann SWR, das Label, hat uns noch angesprochen und einfach diesen Deal. Und dadurch sind wir eigentlich für die Öffentlichkeit im größeren Stil erst ein bisschen bekannt geworden, halt durch Label. Wenn man so Background hat, der von Mitarbeiter ist schon eine große Hilfe und kommt dann schnell voran. Wie würdet ihr eure Musik so selber beschreiben, wenn man die irgendwie beschreiben könnte? Also, wenn ihr es jetzt grob, jetzt nicht wieder diese ganze Schubladengeschichte, da tut man sich eher mal schwer. Oder? Also ich denke, in einem Wort Elektropop, irgend sowas, ich denke, das passt irgendwie am besten. Ich kann nicht sagen, das ist irgendwie, das ist halt unser Sound irgendwie. Es gibt ja eine Unmenge von Stilrichtungen. Es gibt irgendwie mehr mit Future Pop und jeder findet ja seinen eigenen Stil. Und irgendwie versuchen wir ein bisschen davon abzukommen und sagen, mach mal Elektro. Und wenn der wird Pop oder Indie, egal, es basiert halt auf elektronischer Musik, also es ist Elektro. Was sind denn so die Pläne für eure Zukunft? Wird es neue CD geben oder? Aktuell sind wir noch im Studio. Seid ihr im Aufnehmen? Ja. Und im Frühjahr soll die neue CD, die FAQs, rauskommen. Also soll wird rauskommen, nicht sollte. Ja, die Frage ist ja nur wann, aber der Plan ist auf jeden Fall. Und das heißt, ihr werdet dann diese CD auch vorstellen, live auf Tour gehen? Ja, auf jeden Fall. Ja, in der Tour. Ja. Schwerpunkt Deutschland, unser Label auch in Deutschland. Ist Deutschland denn euer Haupteinflussgebiet oder seid ihr auch über den Grenzen bekannt? Ihr kommt aus der Schweiz, wenn ich richtig bin. Ja, genau. Ja, genau. Ja, Schweiz ist halt so klein. Ja. Da machst du ein Konzert und du hast 80% abgedeckt, der Fans. Ja. Gibt es in der Schweiz eine kleine schwarze Szene? Oder? Ja, nein, das ist eigentlich recht groß, aber die Leute sind gewohnt, weit zu reisen. Also weit heißt, die längste Strecke in der Schweiz sind 3 Stunden, oder? Und das macht man auch hier für ein Konzert, oder? Ja. Und wenn du in Zürich spielst oder in Bern, was sehr zentral ist, dann hast du eigentlich alle Leute eigentlich schon erreicht. Ja, in der Schweiz konzentriert sich schon hauptsächlich auf Zürich. Ja. Früher war auch Bern oder wie auch immer, aber Zürich ist heute nicht Schwerpunkt und der Rest ist dann über die Grenze. Gibt es denn so Reaktionen von Fans, die jetzt nicht aus Deutschland oder Schweiz kommen, sondern ein bisschen regional noch weiter weg? So ja, es gibt diverse Belgien, Belgien und so weiter. Es kommen aus vielen Ländern. Ja, haben wir auch durch die Tour mit Apozimmer, haben wir in 10 Ländern haben wir da gespielt und da werden immer irgendwelche Leute werden damit aufmerksam. Ja. Und die melden sich dann auch wieder und durch die ganze Online-Geschichte ist es halt einfach auch vom Ausland her Kontakt aufzunehmen. Okay, dann war es eigentlich schon eine letzte Frage. Geht ihr noch irgendwie raus, guckt euch Bands an heute? Wollt ihr auch irgendwelche Bands, Softcell, Lander nach der Midnight? Oder? Viele Leute sind noch hier, die wir von der Tour her kennen. Ja. Bands, Kollegen. Sehr gut. Ja, genau. Ja, gut, dann wünsche ich euch weiter viel Spaß und natürlich auch weiter viel Erfolg für das neue Album. Dankeschön.